Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem Patch-Note-Video. Gestern Abend wurde der Patch 1.05 released. Dieser Patch ist 1,4 GB groß und an einer Menge Sachen wurden gearbeitet. Ich habe das Ganze auf 4 Kapitel aufgeteilt. Starten wir mit der Karriere. Die Abnutzungsrate der Verbrennungsmotoren wurde reduziert, um aggressives Herunterschalten oder Überdrehen weniger zu bestrafen. Die Haltbarkeitsbewertungen der Motorenlieferanten in MyTeam wurden aktualisiert und das hat keine Auswirkung auf bereits bestehende Karrieren. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Teamabzeichen nach einem Rennwochenende in MyTeam beschädigt erscheinen konnte. In Supercar-Wiederholungen erscheint der Regen nicht mehr im Auto. Die Treibstoffmenge für Bahrain Formel 1 Sprint Event wurde aktualisiert. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Renningenieur ein Komponentenproblem feststellte und dann sofort erklärte, dass es behoben wurde. Es wurde ein Problem behoben, bei dem KI-Fahrer auf fliegenden Runden bremsen konnten, um ausweichende Fahrzeuge nicht zu überholen. Springen wir in den Multiplayer-Modus. Es wurde ein Bug behoben, der beim Betreten einer laufenden Multiplayer-Lobby auftrat. Es wurde ein Bug behoben, der auftreten konnte, wenn man einer laufenden Social-Play-Lobby beitrat. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Startaufstellung in der Multiplayer-Lobby nicht geändert werden konnte. Sponsoren werden nun korrekt auf das Spieleauto angebracht. Charaktere auf dem Podium werden nun korrekt angezeigt. Ab in Richtung Steuerung, OSD und VR. Die Einstellung für die Sichtbarkeit des virtuellen Rückspiegels wird nun korrekt angewendet. HUD-Elemente werden jetzt in Rennen mit geteiltem Bildschirm korrekt angezeigt. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Verwendung von Fanatec Loadcell-Pedalen zu einer reduzierten FPS-Rate führte. Adaptive Auslöser haben jetzt auf dem PC einen richtigen Widerstand. Die Leistung wurde verbessert, wenn der Begleitbildschirm auf Vollbild eingestellt ist. Unfreiwillige Kopfbewegung wie beim Bremsen oder Beschleunigen wurde jetzt behoben. Zum Schluss noch Sonstiges. Fehlerhafte Kollision in Kurve 1 in Saudi-Arabien wurde behoben, die Gegenstände aus Treuepaketen werden jetzt korrekt im Inventar des Spielers angezeigt. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Ausscheiden in Q1 oder Q2 trotz einer Zeit, die für den Übergang in die nächste Session ausreichte, zum Rennen führte. Außerdem gab es allgemeine Stabilitätsverbesserungen und verschiedene kleinere Fehlerbehebungen. Ich hoffe, dass ihr jetzt einen Überblick habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne ein Abo und ein Like da lassen, würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin und ciao.